So, willkommen zurück zu Dark Souls. Dr. Aufzug! Wenn ihr das hier seht, seid ihr wahrscheinlich einer der Mutigen, die sich denken, jo, 2 Stunden lang den beiden Trotteln zuhören, wie sie Und dann Smurf! Besiegen wollen. Also er. also genau, einer von uns, also Verti. Verti macht das. Ich kann den Bosskampf heute noch nicht. Ist das eigentlich einer der Pflichtbosskämpfe oder kann man Ja. ihn skippen, theoretisch? Nein. Den musst du machen. Sonst kommst du im Spiel nicht weiter. Okay. Na, gucken wir, wie lange wir das heute durchziehen. Ja, ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Ich mache den Bosskampf auch nur noch mehr mit OP-Waffen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, diesen Bosskampf 5000 Mal zu versuchen, bis ich ihn endlich mal vernünftig kann. Er macht einfach keinen Spaß. Er macht mir keinen Spaß, sage ich mal. Kann ja alles Leute geben, die gefällt den Bosskampf, kann ja sein. Ja, wenn ihr das seid, ihr seid einfach dreckige Masochisten. Das war. Ich mag ihn nicht. Und er ist ein dreckiger Masochist. Was? Was? Nicht in Videospielen, Dobby. Oh, nicht in Videospielen. Das Siehst warst du, du. wir sind einfach genau das Gegenteil. Du nicht in Videospielen, ich nur in Videospielen. Dann wirst du den Bosskampf mögen. Bis jetzt mag ich ihn auch eigentlich doch. Finde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so. Oh Ja, Gott! Glück gerade. Darf ich mal? Danke, darf Was? ich mal? Du Glück gerade. Oh mein Gott! Warte, nein, nein, der andere wird jetzt nicht anfangen zu ragen oder so eine Scheiße zu machen. Er übernimmt das Element von ihm nicht. Nein, nein. Was ist Pikachu? Ich hab keinen Bock mehr. Ist er schneller danach? Welchen hast denn du immer zuerst getötet? Monster. Was passiert, wenn du den anderen zuerst tötest? Ja, ist andere nur andersrum. Also dann wird der andere einfach. Gleich. Hat der andere Ich glaube. Hat Smoke ein Element? Was? Hat Smoke ein Element? Ja, beide Elektro. Achso, der andere blitzt einfach nur noch mehr rum. Na, oh ja, die wurden größer, falls sie nicht aufgefallen ist. Die wurden größer? Ja, beide werden größer, wenn das passiert. Kannst du mal versuchen, das machen wir zuerst. Ach klar, warum nicht? So gar kein Problem. Eins, zwei, drei, vier und zurück. Und über drei Und rüber. verkackt. Und verkackt. Und der Gegner ist so. Oder auch nicht. Oh, oh Gott! Was? Das war der Falsche. Was macht der Gegner da unten? Eins, zwei, drei, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Nein. Was ist ein falscher Winkel? Du bist selber in den falschen Winkel. Ja. Wie du. Ah, muss ein Schleichers trinken, nur bist du vor. Wobei, als ob so in den Bosskämpfen auf die Erstes ankommen würde. Bei dem. Ich würde fast behaupten, bei dem schon. Nein, der wundet mich. Hä? Der wundet mich. Wer? Ach so! Smoke Ja. danach. Frag dich mal warum. Meinst du, ich hätte Lebenskillen sollen? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie viel Schaden der wirklich macht. Weil du es bis jetzt immer nur mit wirklichen OP-Waffen gemacht hast und OP-Rüstungen. Entschuldigung, ich muss hier Ja, mal durch. Rüstung eher nicht, aber ich mache den Bosskampf nur mit stark, also nicht viel mit deiner Waffe, solchen starken Waffen. Denn mein allererstes Mal war meine Waffe eben nicht stark und oh mein Gott, wenn du scheiß viel Schläge brauchst, um Ornstein zu killen, dann ist das so nervig. Vor allem, wenn du nicht dabei staggerst. Beim ersten Mal habe ich ihn mit einer Bosswaffe besiegt, diesen Kampf. Oh Gott. Glaube ich. Erinnerst du dich an die Waffe von Kubelak? Das Feuerschwert? Ja. Das habe ich gegen die benutzt.
Ja, Feuer ist ja auch die Schwäche. Ja, das wusste ich nicht. Und daran erkennt man mal wieder, wird gegoogelt den ganzen Tag nur. Oh Gott! Wenn du wirklich Stunden kämpfst, um diesen Kampf zu schaffen und nicht weiterkommst, kein Stück, dann hast du irgendwann keine Lust mehr. Ja, dann googelst du das, das ist völlig normal. Weil das Geile ist ja, du kämpfst wirklich lang, plötzlich besiegst du den einen das erste Mal und dann chargt der andere. Und denkst dir, was? Der Kampf ist... Moment! Der wird noch stärker? Und dann chippst du beim zweiten Mal 1000 Mal, dann musst du die erste Phase wieder machen. Oh. Weißt du, Bosse mit zwei Phasen sind gut und gleichzeitig schrecklich. Es kommt drauf an, wie die zweite, ja, also wie die Phasen umgesetzt sind. Ja, wenn die erste Phase kacke ist, dann ist es schrecklich. Ja, also es muss schon so sein, dass die erste Phase noch relativ einfach ist und du denkst dir, ja, war doch gar nicht so schwer, aber oh fuck. Nein. Die erste Phase einfach, okay. Und sie darf nicht Bullshit sein. Ja, sie darf nicht irgendwie ewig dauern. Je nachdem. Es gibt einen Bosskampf in Dark Souls 3 und der hat eben zwei Phasen. Was ist das da gewesen? Du kannst du beschwören. Und die erste Phase ist halt einfach nur dumm. Die ist einfach, ist nicht gut, die ist schlecht umgesetzt, alles daran ist dumm. Und die darfst und die zweite Phase ist halt wirklich schwer, aber auch spaßig. Wäre nur die zweite Phase, dann würde ich den Bosskampf mögen. Aber so, ich hasse ihn. Ich mach ihn nie wieder. Das ist ein riesen Schild in meinem Nebel. Das ist okay, das ist öfters da. So, okay. Lasst mich mal ganz kurz einen Moment. Lass mich nicht raus, weil hier einer meinte, meine Säule kaputt machen zu müssen. Deine Säule? Meine Säule. Und hier, dass das dein Gebiet hier ist. Wie langsam der Pfeil war. Der mich so ganz langsam gepikst hat. Der hätte nach rechts und links rollen sollen. Wäre vielleicht ein Plan gewesen. Ach ja. Naja, mal gucken, ja, ob das jetzt ein Session Part wird. Wahrscheinlich nicht. Ja, was mach ich jetzt nebenbei? Weiß nicht, mach dir was zu essen. Ich glaub, mir was zu essen holen. Wie spät ist es eigentlich? Weiß ich nicht, wie spät haben wir es? 6. Dann wird das hier vielleicht ein 1-Stunden-Part oder sowas. Echt 6? Ja, 6. Hast du den Status vom Alex heute gesehen? Nein. Da gibt's ein Restaurant bei den Mongolen. Ich glaube, das ist ein All You Can Eat. Da gibt's so, ist was aufgestellt, wie viel Rabatt du bekommst. Je nachdem, wie dick du bist, wenn du durch die Stäbchen durchpasst, kriegst du entweder gar keinen Rabatt oder 100% Rabatt. Wenn du ganz dünn bist, bekommst du 100% Rabatt da drin. Wörti, geh hin. Ich glaube, ich könnte durchpassen. Warum falle ich da immer durch? Moment, ich will das jetzt auch kurz sehen. Ich sagte, der bekommt keinen 100% Rabatt auf dem Bild. Sehe ich nicht. Sehe keinen Status von Alex. Was? Oh ja, war gestern. Wieso sehe ich das? Ich sehe es noch. Okay. Abscreenshotten mir schicken. Nee, zu faul. Na, muss dann drei Knöpfe drücken. Ich muss nicht mal einen Knopf drücken. Nicht? Nee, nicht. Ich muss nur meine drei Finger von oben runterwischen. Drei Finger von unten runterwischen? Ist das wohl dabei? Ja. Ah, okay. Ist das bei denen so? Ich glaube, das ist nur bei Huawei so. Wieso schicke ich das jetzt Alex? lösche ich wieder. Alex so, ja, das habe ich dir geschickt. Er hat sich gesehen, ich hab's gelöscht. Oh, danke. Nein! Oh, Gott sei Dank. Was passiert? Ich bin fast runtergefallen. Das dritte Mal. Moment, WhatsApp öffnen. Du hast noch nicht geschickt. Ah, da ist es. Doch, jetzt. 100%.
Ich glaube, die 30 schaffe ich auch noch. Ich kann durch die 100 passen, vielleicht. Unterschätze ich es auch. Also die 50 auf jeden Fall, sagst du. Ja, definitiv. Also vielleicht würde ich durch die 30 schaffen. Sag jetzt aber auch, ich esse echt nicht viel, also die würden kein Minus machen. Das ist ja meistens... Deswegen hasse ich auch All You Can Eat Buffets, weil es rentiert sich für mich nicht. Was blubbert denn da so? Aber ich habe jetzt ein Phantom, was kannst du beschwören und gegen das kämpfen? Ja klar, ich glaube, ich brauche voll die Zeit für. Na, mach doch mal. Du könntest theoretisch auch noch die Feuerhüterin retten, bevor du den Boss machst, wenn du willst. Das wäre auch eine Sache, die machen könnte. Das wäre eine Sache, wenn dieser Part jetzt hier nicht erfolgreich wird. Ja, können wir machen. Was man machen könnte. Das Abwechseln. Oh ja, Euro, IPV. Du zahlst da, glaube ich, irgendwas mit 20, 25 Euro immer oder sowas. Kannst du so viel essen, wie du willst. Und das versteht sich überhaupt nicht, wenn ich damit rechne, dass ich für eine Pizza 7 Euro bezahle und dann satt bin. bei uns gibt es einen Chinesen, der hat auch Euro geniet. Ja. Das kostet irgendwie vormittags. Irgendwie 10 Euro oder sowas und abends dann, da haben sie doch noch andere Sachen, ne? Dann ist es so bei 16 Euro oder sowas. Ja, es geht ja eigentlich, aber trotzdem rentiert sich 16 Euro für mich so überhaupt nicht. Weil das, was ich dann esse, ist halt nicht so, es wäre keine 16 Euro wert. Naja, gut, ich sag mal, du isst dann natürlich nicht gerade den Reis, ne? Aber. Ja, du isst die teuren Sachen, klar, aber trotzdem. Dann kann ich mir die teuren Sachen auch so bestellen und zwar trotzdem weniger. Wahrscheinlich zumindest. Aber ich bin eh kein Fan vom Chinesen. Nicht? Ich mag kein Sushi. Ich hab's schon ein paar Mal versucht und ich mag's jedes Mal überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Es ist langweilig. Sushi ist so langweilig. Weißt du, was das beste Sushi ist, was ich bisher gegessen habe? Das billige vom... Nein. Dachte schon. Nein, ich meine die Art von Sushi. Achso, Maki. Was? Nein. Was ist das? Maki ist, glaube ich, das mit den Shrimps drauf. Nein, das war ekelhaft. Oh, das war überhaupt nicht gut. Nein, eben, das beste Sushi, was ich bisher gegessen habe, ist, wo innen Karotten drin waren. Oh. Ja, weil es keiner nach Karotten geschmeckt hat und das hat eine süßliche Note gehabt und das hat den Reis wenigstens Geschmack gegeben. Kannst du mal kurz nachgucken, ob Maki das mit den Shrimps drauf ist? Kann nicht machen. Und alle anderen Sushis, wo Fisch drauf ist, ich mag normal Fisch, aber oh, es schmeckt nicht. Ich es weiß gibt nicht, auch noch hier diese Rolle. Wie heißt denn die? Was ist da drin? Nur... Also kein Fisch drauf. Das ist nur so eine Gemüse. Ja, wie das schmeckt, weiß ich nicht. Aber der Reis ist auch so langweilig. Und außerdem schmeckt das Seetang auch nicht. Ja, na gut, da bin ich bei dir. Das ist jetzt nicht so das beste Zeug, was du essen kannst. Maki Sushi ist das Standard-Sushi. Wo innen Orange drin ist. Ich wahrscheinlich so Lachs oder sowas. Und außenrum ist Reis. Achso, okay, dann habe ich das verwechselt. Ich esse jetzt auch nicht so oft Sushi. Ich werde es nie wieder essen. Ich hab's versucht. Ich. Nein. Wirklich ist halt mehr der Mensch für Ramen. Ich hab's noch nie gegessen. Ich will's essen. Ich will demnächst mal mit meiner Schwester Ramen kochen. Ich wollte gerade sagen, mach's dich selber. So schwer ist das nicht. Ja. Also, ich hab's auch noch nie gemacht, aber. Jetzt ganz ehrlich, es klingt nicht so schwer. Machst du halt deinen Nudelteig? Ja. Nach Rezept. Danach. Die Nudeln kaufe ich mir. Dann machst du deine Suppe nach Rezept und dann hast du Ramen. Ja, aber es gibt ja verschiedene Arten von Ramen. Es gibt ja diese Ramen, wo du oben sogar noch ein rohes Ei drauf machst und durch die Suppe wird es dann durch quasi. Das gibt's. Oder das Fleisch dazu, wo du reinlegst. Es gibt ja so viele verschiedene Dinge. So, Ramen. Ja, es klingt unglaublich interessant. Also ich bin, wenn du überlegst, ist es eigentlich Suppe. Also so eine außerdem mag ich Nudelsuppen. Nudelsuppe ist klasse. Ja, ich habe gestern Buchstabensuppe gegessen. Ah, Buchstabensuppe ist jetzt nicht so klasse, aber. Aber auch Buchstabensuppe kannst du zum Beispiel einfach Dings reinschmeißen. Ein Ei reinschmeißen. Was ja, durch die Suppe gekocht wird. Lass ich mal. Ich weiß auch nicht, wie das schmecken wird, aber. Wie gesagt, meine Schwester kommt nächstes Mal demnächst vorbei. Mutter ist jetzt erstmal ein paar Wochen nicht daheim.
Das heißt, ich bin allein und da habe ich meine Schwester gefragt, ey, willst du nicht vorbeikommen? Können wir bei uns, also bei mir, ein bisschen Lamm kochen? Und sie wollte auch schon mal, schon seit längerem mal machen und... Rahmen klingt halt wirklich unglaublich lecker. Ja, wenn du dir annehmen, ist irgendwie die ganze Dudel zu schlürfen. Zu lecker aus. Ja. Ich mein, Essen sieht allgemein in Animes immer besser aus als in echt. Warum falle ich da immer so runter? Weil du im falschen Winkel springst. Also, ich fand Essen sah in nur einem Anime wirklich so gut aus, dass ich mir dachte, oh, warum One nicht Piece. Ich? Hm? One Piece. Genau, One Piece. Wirklich? Nein. Doch, da auch. Da sieht es aber auch echt immer ganz gut aus. Oh, ihr Food Wars. Ja, Food Porn. Oh, ich hätte es so gern probiert, das ganze Zeug. Oh mein Gott. Alleine, wie heißt denn das hier? Furikake. Das ist ja einfach nur Reis mit Gewürz dran. Und das sah so gut aus bei dem. Ich will Furikake essen. Nach Yukihira-Art. Ja. Es ist nur Reis und Gewürz. Es ist nichts anderes. Kochst Reis und machst Gewürze drauf. Ja, aber welche Gewürze und wie viel und mit welchem Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Ja, hätte ich mal vorher Furikake gegessen. apropos, ich hätte langsam Hunger. Ah, ich auch. Oder wo sie bei diesem, wie hieß denn das hier, dieses Duell waren, wo sie nur bestehen konnten, wenn sie mindestens so und so viel verkauft hatten. In der ersten Staffel noch. Du meinst, wo dieses Event da war? Genau. Ich kann ja auch wieder siehst. Oder in der dritten Staffel, wo er gegen den, in den Top 10 kämpfen gekocht hat. Die so ein riesen chinesisches Restaurant und er hat einfach so einen kleinen Sushi-Stand gehabt. Nicht Sushi-Stand, so einen Nudelsuppen-Stand. Ja, das wo dann am Ende alle mitgeholfen haben. Stimmt, das große Ding war Curry. Das große Ding war Curry. Stimmt, ich glaube, er hat auch Curry gemacht, oder? Am Anfang. Ich sollte mal Curry kochen, glaube ich. Ja, aber mach's nicht so scharf. Ich mag scharf nicht, deswegen mache ich es überhaupt nicht scharf. Ich habe keine Ahnung, wie man Curry kocht, aber ich glaube, ich will mal Curry kochen. Ich kenne einen Kumpel, also einen Kollegen, der ist Veganer, der macht öfter Curry, das sollte ich mal probieren. Ja, klingt nach einem guten Plan. Ein veganes Curry. Ach sogar so, gesund. Okay. Hey, ich hab letztens so ein Video gesehen, wo es diesen komischen Chip geht, den Elon Musk in den Kopf packen will. Hast du davon gehört? Davon habe ich was gehört, ja. Warte, kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn ich jetzt auf Smoke haue, heilt er sich? Ja. Nein, warum? Wie heilen? Ach, du meinst, wenn er wieder neu stoppt, wenn er wieder da ist? Ja. Ja, dann heilt er sich. Okay, alles klar, also macht das absolut keinen Sinn. Nein, beide. Du entscheidest dich für einen. Alles klar. Mich würde übrigens bei dem Bosskampf fragen, was passiert, wenn du beide auf ganz wenig Leben runterhaust und dann zufällig beide gleichzeitig triffst? Was passiert dann? Dann hast du ihn geschießt. Entweder ist der Kampf dann wirklich vorbei, weil das Spiel versteht es nicht ganz, oder derjenige, der einen Pixel früher gestorben ist, lebt, der andere lebt halt dann. Darf ich mal ganz kurz? Danke. Ja? Achso. Hast du gesehen, wie ich noch den Trank geschluckt habe? Yep. Clever. So, ab jetzt ist der sowieso vorbei eigentlich. Wobei, wenn, müsste ich es probieren, ob ich... Ich bin tot. Nein. Ich probiere, ob ich... Wenn ich voll live bin. Hey, mal auf, es geht ab! Hallo. Was geht ab? Oh Gott! Hallo! Machst du das nochmal? Denn ich glaube, brauche ich mich nur einmal ausweichen und kann zweimal schlagen. Nein, einmal schlagen. Einmal schlagen reicht. Siehst du gerade, wie ein Kollege von, oder ein Kumpel von mir Phasmophobia spielt? Wieso ich das? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, das heißt, du siehst die auch nicht. Ich habe gerade nochmal in der Aufnahme geguckt, ob es da sichtbar ist. Nein, auch nicht.
Oh Gott! Oh, wow, was zum Fick! Okay. Das ist übrigens der dümmste Angriff von ihm. Dieses Zulaufen und dann steuert er noch und du kannst einfach nicht ausweichen, weil du nicht weißt, wohin du laufen sollst. Du kannst ausweichen, aber das ist halt Bullshit. Ja, also ich habe noch nicht rausgefunden, wie, sagen wir es so. Ja, ich hab's auch, ich weiß bis heute nicht richtig, ehrlich gesagt. Ich weiß, wie Moggy das macht, aber... Ja, wenn ich nicht weiterkomme, mach ich's einfach, wie Moggy es macht. Welchen critet Moggy zuerst? Monstein. Natürlich. Du kannst aber auch mal versuchen, Nein, Smurf! Oder Monstein? Er hat beides schon gemacht. Ja, beides schon gemacht, richtig. Du kannst auch mal versuchen, Smurf zu töten und gucken, wie Onstein den Großen ist. Aber ich hab's auch immer so gemacht wie du jetzt. Ornstein kommt viel lieber näher zu dir als Smurf, also. Das ist richtig. Also von daher. Mach ich lieber. Den, der sowieso zu mir kommen möchte. Ah, jetzt sind beide da. Und meine Katze kriegt langsam Hunger anscheinend. Nicht nur die Katze. Ja, ich auch. Hä? Hat sich auf den Boden gesetzt. Was wäre? Smurf. Das habe ich nicht gesehen. Guck ich eine Sekunde weg. Juff, was? Ja, ich meine, okay, dass der mich... Oh, dass der einen großen One-Hit, das sehe ich jetzt auch, warum. Wahrscheinlich macht er nicht mal doppelt so viel Schaden oder so, sondern er macht einfach nur so marginal mehr. Er macht dann noch Blitzschaden dazu. Jetzt mal Glück. Oh. Das hab ich da jetzt ist der wie. Das ist quasi. Weißt du, wenn du getroffen wirst und den Isaac Stopwatch hast, so sieht der Pfeil dann aus. Ja. Darf ich anmerken, dass Stopwatch fucking OP ist? Es ist unglaublich OP. Ich nehm's immer mit, wenn ich's finde. Ja. Ich liebe Stopwatch. Der Boss kommt mit, ich hätte zwei, drei Parts. Das ist ein bisschen dauern. Wie findest du die Broken Watch? Nimmst du die mit? Broken Watch, das hat... Ich nehm, glaube ich, fast immer alles mit. Nein, das gibt's im Shop. Achso, Broken Watch. Die hat das mal gemacht, ne? Und mal schneller. Nee, Die Broken Watch macht, genau, wenn du getroffen bist, wird entweder die Zeit runtergestellt, also alles Zeitlupe, oder alles verschnullert. Ja, nehme ich mit. Ich nehme die auch mit, weil meistens ist es langsamer. Und es macht den Rand lustiger. Ich nehme sowieso immer, ich nehme vieles mit. Wenn ich mir das leisten kann, dann nehme ich es mit. Ja, ich auch. Ich versuche dann einfach immer nur abzuwägen, was von beidem jetzt gerade ist. Ja, logisch. Das wird echt verarschen. Welchen Charakter spielst du am liebsten, Isaac? Judas. Aua. Judas? Ich spiel gern Judas. Ich mag Schaden. Und Judas hat halt von Anfang an viel Schaden. Das ist wahr. Das ist echt wahr. Ich mag aber tatsächlich am liebsten Isaac. Auch wenn der Isaac-Run am längsten dauert. Ja, Isaac ist auch, macht auch viel Spaß. Wegen das Sache ist mit Isaac ist, wenn du die Six hast, kannst du da halt einfach aussuchen, welches Item du willst. Deine Chance auf gute Items ist einfach verdoppelt, wenn nicht mehr. Wenn du gehst in den Goldraum, denkst du so, ja, das ist kacke, ich hole mir mal eine Aufladung. Vor allem, wenn du dann noch das hast, wo du Batterien droppst und du Schaden kriegst. Ja, oder ja, wo ja, genau. So, einfach erstmal irgendwo Batterien farmen, wenn du einfach scheiß Items hast. Ja, eben, wenn du... Das ist entweder das, du nimmst jedes Batterie-Item mit, was du im Shop findest. Alles, was dir mehr Aufladung gibt, ist besser. Ja. Das Einzige, was du halt nicht hast, ist ein Spacebar-Item. Und wieder runtergefallen, natürlich. Ja, es gibt nicht so viele gute Spacebar-Items. Ja. Was ist gut? Gabi's Head ist okay. Tammy's Head ist eigentlich ganz gut. Was gibt's noch? Dieses Item, das dir immer... Ich glaube, ich hab getrunken. Dieser Nagel, das dir immer ein schwarzes Herz und so weiter gibt, ist gut. Dieses Buch, das dir immer ein Seelenherz gibt, das ist auch gut. Das Buch, was deinen Schaden verdoppelt, ist super. Ja, das ist gut, das ist klar.
Aber das ist halt alles, das halt brauchst du nicht unbedingt. Obwohl ich echt sagen muss, dieses Item, das dir immer ein Seelenherz gibt, wenn es voll ist, das Buch. Es ist stärker, als man glauben würde. Ja. Weil jede Batterie ist gleichzeitig ein Herz. Ah, okay. Gibt es sonst irgendwelche gute Space-Bar-Items? Wenn du noch nicht ganz so viel freigeschaltet hast, dieser Laser. Schub-de-wup? Schub-de-wup. Schub-de-wup ist Schritt. Am Anfang ist der okay. Ja, ist okay, aber... Also, den kannst du mitnehmen, wenn du nichts hast. Ja, wenn er gratis mal irgendwo bei einem Boss droppt, okay, aber... Ah. Ansonsten... Aber er macht halt gut Schaden, also... Er macht okayen Schaden. Am Anfang macht er guten Schaden. Ja, wie viel Romeo brauchst du zum Aufladen? 2, oder? 2. Ja, ist okay, aber... Ja, ja. Ansonsten? Aua. Ich hab mich nie mehr Schaden gemacht, ich bin hier rum. Lenk ich die ab? Die ganzen Dies natürlich, ne? Also... Die Würfel? Jeder Würfel ist super. Nein, nicht jeder. Warte, welcher waren das für die Items im Raum? Der ist noch gut. Ich blicke nicht durch mit den Würfeln, ehrlich gesagt. Es gibt so viele verschiedene Würfel. Der grüne ist der für die im Raum. Ah, okay, das ist das Dreieck. Genau, das Dreieck. Die Pyramide. Da Der Deform müsste es denn sein. Ja, genau, der. Die 20 ist, glaube ich, für die... Was waren die 20? Lass uns doch nachgucken. Oder war der die 20 für die Items im Raum und der die vor war... Ah, es gibt auf jeden Fall Würfel, dass dir deine kompletten Items, die du mitgenommen hast, rerollt. Das könnte auch der vor sein. Nein. Es ist der D100 oder sowas, glaube ich. Der D100 macht, glaube ich, einmal alles komisch random. Ja, warte mal kurz, ich guck da mal schnell nach. Genau, guck mal nach. Nice. Okay, was haben wir hier so? Wir haben den D6, das ist klar. Ja. Wir haben den D20. Das sind die Items, oder? Ja, alle Pickup-Items. Rote hat beim schon Coins, Pills, Tarot Cards, Chess, Kisten auch und Trinkets. Ja. Dann haben wir den D100. Use rewards each item, jedes Item, das du hast, rewards. Oh, jedes Item, was auf diesen Pedals, also Item, die du aufsammeln kannst, und Pickup-Items, rewards auch. Every rewards alles, was in dem Raum ist. Inklusive dir. Ja, die vor. Aua. Oh, er macht das gleiche. Alle deine Items, die du bei dir hast, aber nur das. Achso, der Deform macht nur das, was du bei dir hast, außer ihn selbst. Genau. Ne? Ich glaube ja. Nein, warte, each time an item is generated by Deform. Opa, oh Gott, pass auf. Ist super interessant. Aua. Wenn du den Deform benutzt, werden ja alle Items, die du besitzt, gerollt. Diese Items verschwinden gleichzeitig aus dem Pool. Das heißt, wenn du die vor zu oft benutzt... Ja, hast du keine Items mehr. Ja, dann hast du nur noch Herzcontainer. Und alles verpackt sich irgendwie komisch. Super interessant. Oh, und der kann Assassin's Brimstone nicht rerollen. Und dann haben wir noch die 10. Was macht hier die 10? Nur Trinkets? Oh, nein. Nein? Was meint? Er rerollt alle Gegner im Raum. Ach genau, das gab's auch noch. Gegner im Raum. Ja, er ist unglaublich dämlich in den ersten Räumen, aber unglaublich stark, wenn du erstmal später bist. Weil er eben auch schwache Gegner rerollen kann, also in schwache Gegner. Und wenn du im Basement bist, kann er halt einfach mal ein Womp-Gegner auftauchen. Ja. Oh, es geht noch weiter, es gibt ein D12. Okay, was macht der D12? Okay, und ich komme in Afterbirth dazu.
Okay. Er rerollt alle Steine im Raum zu Scheißehaufen. Ja, genau. Vasen, alle... TNT. Ja, genau, sowas so gab's auch. Genau. Den gab's noch. Der ist unglaublich Stuss, der ist ein Bock, kein Mensch. Ja, es gibt einen D8. Oh, er rerollt alle meine Stats. Genau, das gab's noch. Das hatte ich auch relativ häufig mal mitgenommen und dachte also, mir, ja, das wird lustig. Damage, Tears, Range and Speed Stats, die rerollt er alle. Ja, das kann interessant sein, weil er einfach mal plötzlich alles auf Damage gehen könnte. Ja. Oh, das ist ein cooler Würfel. Ja, nicht Würfel, wie kriegt man den? Aber ich glaube, der... ich glaube, der macht keine... der erhöht nicht deine Stats, sondern der rewardt nur, was du hast, auf andere Stats hoch. Ja, ja, genau. Aber es kann passieren, dass du alles auf Damage kriegst und... Das war cool. das war so dumm. Warum mache ich das? Warum mache ich so eine Scheiße? Und es gibt auch den D7. Ja, genau, sowas gab es auch noch. Der hat wahrscheinlich irgendeine andere Scheiße gemacht. Ich krieg's nie hin. Okay, er rerollt die ganze Ebene. Genau, das gab's auch noch. Die Ebene Neustart mit dem. Genau, den hast du immer benutzt am Ende der Ebene. Genau, dann kannst du nochmal machen. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Es gibt noch den D1. Und was macht der? Oh, das ist mies. Was macht er? Er verdoppelt random, also die Pickups, also ein random Pickup im Raum. Ja, er verdoppelt ein random Item im Raum, ein Pickup-Item. Es gibt, mir fällt gerade noch ein Item ein, was unglaublich gut ist. Ein Space-Item. Welches? Die blanke Karte. Oh ja, damit kannst du die Karte, die du hast, ohne die benutzen, stimmt. Oder die Uno. Jera. Ja, Jera. Und noch mal Jera. Jera ist fucking OP. Wenn du zweimal Jera hast, ist es fucking OP. Kannst dir einfach unendlich Seelenherzen, Münzen und was weiß ich holen, wenn du einmal eins im Raum hast. Jera ist vor allem dann fucking OP, wenn du Batterie hast. Was? Wenn du den Glitchen kriegst. Nicht Glitch? Dass du das Item, was du gerade eingesammelt hast, auch noch verdoppelt hast mit Jera. Welches Item? Du kannst Jera aufheben und damit Jera nochmal verdoppeln, was du, obwohl du es gerade eingesammelt hast. Dann kannst du es auch noch in anderen Räumen umher schleppen. Wie? Du kannst Jera mitnehmen, droppen und dann mit der Blankcard. Geht das? Irgendwie gab es einen Glitch, dass du Jera auch, wenn es nur einmal war, verdoppeln konntest. Okay, das ist stark. Okay, was gibt's noch? Trinkets, gibt den. Check it, Dice. Ja, wenn du getroffen wirst, hast du random. Dann einen random Effekt von Würfeln. Ja. Und den Dice Shot. Das ist halt einmal die 6 und die 20 Effekt. Und natürlich die Dice, die Würfelräume gibt's ja noch. Ja gut, die Würfelräume sind natürlich absoluter Bullshit, weil wozu solltest du die verwenden? Benutzt du die nicht? Je nachdem welcher benutzt du. Ach doch, stimmt. Okay, habe ich gerade verwechselt mit den Sacrifice-Ohrräumen. Ja, der ist Bullshit. Maxi, ich kann mich wegen dir nicht konzentrieren. Oh, geh weg. Oh, da wirst du von so einer Katze angegriffen nebenbei. Und wundert sich, dass du getroffen wirst. Halt die Fresse, Max. Nach dem Versuch posiere ich kurz. Jo. Dann gebe ich den schönen Kater da gleich mal sein Essen und dann. Oh Mann. Oh, okay. Kurze Pause. Ah, Pandora's Box ist ein nettes Space-Bar-Item. Ja, stimmt.
So, Virgil holt sich kurz was zu essen. Meine Katzen sind derweil am Naschen hinten vor mir. Wir versuchen noch zwei, drei Versuche und dann sollte es mal für diesen Part gewesen sein, denke ich mal. Ich denke mal, das wird ja auch irgendwann langweilig, denke ich. Zu sehen, wie ich hier jedes Mal dran vorbeispringe, ich Idiot. Aber ist ja kein Problem. Wir machen einfach immer weiter. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Gegner? Sind hergesprungen oder was? Ah! Oh, nicht immer gegen die Seite. Bin ich denn dumm, ey? Ja, bin ich nicht spoilern. Ah, da muss ich springen. Wenn ich mir das jetzt noch gemerkt bekomme. War erstmal ein Estus. Eine leckere Bananenmilch. Aus der Glasflasche, weil günstiger. So. Die Dickerchen hier wieder. Was ist das hier? Grabfürstendieners. Oh ja. Och, Ornstein, mach das doch nicht. Er stirbt natürlich. Zerquetscht. Ja, Wirti. Yeah. Ja. Was gibt's denn Leckeres? Eis mit Bratensoße und Lenden. Bratensoße und Lenden. Lende. Lende. Fleischhalt. Lende. Fleischhalt. Aber Wirti, ich dachte, du bist vegan. Vegetaristus. Vegetarist. Nein. Aber Wirti. Die Zuschauer dachten, du bist Vegeterrorist. Nein, ich versuche nur weniger Fleisch zu essen. Das heißt nicht, dass ich gar kein Fleisch esse. Du widerst mich an. Ein echter Mann braucht doch jeden Tag mindestens 2 Kilo Fleisch. Das ist so gut. Was war das irgendwie, was jeder Mensch braucht? 60 Kilo im Jahr, oder? Also nicht braucht, sondern verbraucht. So ein Durchschnitt ist 60 Kilo im Jahr. Kann sein, ja. Und normalerweise würde vom gesundheitlichen Stand her so die Hälfte, wenn nicht weniger, reichen. Also kaufen wir jetzt am Jahresanfang 30 Kilo Fleisch, esse die und danach esse ich das ganze Jahr kein Fleisch mehr. Das nenne ich ökologisches Bewusstsein. Ich glaube, das ist nicht ganz so gesund. Am Anfang gleich so viel zu essen. Ja, aber dann habe ich doch schon mal alles, was ich brauche, weg. Kannst du ja quasi auch so machen, dass du im 1. Januar quasi das ganze Essen, was du im Übrigen isst, gleich da isst, brauchst du im restlichen Jahr nichts mehr. Das ist der Plan. Ja, wenn das gehen würde, Domi. Wenn das gehen würde, wäre ich dabei. Ja. Nie wieder, also ein ganzes Jahr lang nicht essen, weil... Schon so viel Zeit und so viel... Oh, ich finde Essen ehrlich gesagt nervig. Vor allem überleg mal, du kochst einmal... Gut, eine Riesenportion ist völlig klar, aber du kochst einmal, isst einmal und danach hast du das ganze Jahr lang die Ruhe davor. Ich fand in Pokémon diese komischen Snacks, die Relaxo mir bekommen hat, so cool. Weil schon ein so ein kleines Ding und Relaxo ist satt. Ja. Weißt du noch? Da, genau das, ich dachte mir, ja, ich will auch so ein Teil. Nein, gibt es nicht. Es gibt Y-Food, die fertige Mahlzeit zu trinken. Ja. Lass mal stecken. Ich könnte den Reis hier und das Fleisch auch in den Mixer werfen, pürieren und einfach austrinken auf Eggs. Bin ich auch fertig mit dem Essen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ist oder ob das schmeckt. Schmecken kommt drauf an was. Und ich glaube, es geht bestimmt irgendwas verloren. Mini und irgendwie, was auch immer. Naja, angeblich ist da ja alles drin, was du brauchst. Ja, ich weiß nicht. Beim Pürieren kann zum Beispiel bei Gemüse auch was verloren gehen. Wie viel weiß ich.
Na ja, gut, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die da pürierten, um das zu erreichen, was sie da haben. Aua. Ja. Oh, fuck. Warum greife ich dich an? Ey, Dummy, kennst du dieses Item Technology Zero? Welches Technology war das? Kenn ich das? Your tears will now be connected together by beams of electricity. Ah, ja, 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 ja. Damage to enemies. Was macht es? Du, wenn du schießt und wenn du einen zweiten Schuss machst, dann ist dazwischen der Laser. Oh, das ist cool. Oh! Ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ich glaube, das ist auch durch eine Challenge freigeschaltet, oder? Nein. Du musst nur. Du musst zwei Technology-Items gleichzeitig haben. Oh. Dann schaltest du es frei. Glückssache halt. Na gut, man hat ja häufig mal Tech 05 oder. Und Tech 1 ist auch häufiger mal oder Tech 2. Ja, okay. Bei mir ist das letzte nicht passiert. Schon lange nicht mehr. Du spielst auch wenig. Also gegen was ich damals gespielt habe, spielst du wenig. Ja, aber gegen das, was ich damals gespielt habe, spiele ich jetzt auf jeden Fall wenig. Aber ich habe viel zu viel Zeit in dieses Spiel gesteckt. Ein Run pro Tag momentan, vielleicht mal zwei, aber eher nicht. Ja, und sonst war es irgendwie so 2 Stunden, 3, 4 Stunden am Tag. Die Sache ist aber auch, ich habe keine Lust mehr Runs zu machen, weil ein Run bei mir dauert schon fast eine Stunde. Wenn nicht länger, je nachdem. Ja, man kann Isaac ja bestimmt was Livestream oder sowas. Klar. Also ich meine, du nimmst es ja sogar auf. Ein bisschen. Hab nichts hochgeladen. Ja, hab ich gesehen. Ja, ihr lauft auch jedem Trend hinterher. Ja, klar. Ja, Talent. Ich kann aber gerade mal ein Screenshot von meinen Stunden in Isaac machen. Du weißt, dass ich nicht einfügen werde. Nein. Man wird auch nicht screenshotten. Ich wollte gerade sagen, also. Kannst du mir auch was sagen, wie viel Stunden du hast? Keine. Aber glauben die Leute, glauben die Leute mir das? Sie können auf deinen Steam-Account drauf zugreifen. Der ist verlinkt. Oh. Wenn sie meinen Namen wissen. Der ist verlinkt. Wo? Im, YouTube. Echt? Ja. Mein Steam. Also zumindest ist mein Steam verlinkt. Also ich glaube, aber ich meine deiner auch. Okay. Bloody Deck. Isaac. Spiel 228 Stunden. Ich bin tot. So, wenn ich Ornstein noch zweimal treffe, ohne selber dabei getroffen zu werden, dann ist Ornstein tot und im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus, ob ich einmal getroffen werde oder nicht. Wo ist Ornstein hin? Ornstein! Da bist du. Ja, das macht nichts. Ich bin sowieso nicht. Also auch, also sobald die nächste Phase anfängt. Ah, scheiße. Okay, Bertie, ich hab keinen Bock mehr. Letzter Versuch. Bist für du heute. Da mal bist du dann? Ja, okay, mal machen. Ich wollte sagen, bist du versuchen, die Feuer drüber zu retten. Ja, das können wir dann in den nächsten auch noch eine Session machen. Ja. Wie lange geht der Fahrt? 45 Minuten. Okay. Also noch nicht so lange. Es geht. Ich glaube, die Gargoyles waren wirklich 2 Stunden oder so, ne? Ja. Aber wir brechen ja jetzt auch ab. Ja. Bei den Gargoyles habe ich ja eiskalt durchgezogen. Trotzdem verkackt. Oh Gott!
Da kam die Dampfwalze. Wie von der Dampfrolle überrollt. Ja, das ist von Pokémon. Jo, das war... Unglaubliches Luck. Ich glaube, der hat deine Arschhaare abrasiert. So, ich brauche eh kein Estus trinken, weil ich muss ausweichen. Alles andere funktioniert nicht. Das war unglaublich knapp gerade. Ich hätte jetzt schöner gefunden, wenn Ornstein einfach dran geklebt hätte. Am Hammer. Ja, das stimmt. Einfach so noch dran geklebt. Oh, da sind noch 1000 Seelen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott. Okay. Smallstein. Du packst das, die seltsamen Steine sind auf deiner Seite. Oh Gott! Er hat sich hingesetzt, hast du gesehen? Ja, yep, auf seinen Arsch. Hallo Hund. Ich kann dir gerade wirklich nicht. Man hört ihn jetzt quietschen mit seinem Quietschi, aber ich kann jetzt wirklich nicht nichts dagegen machen. Es tut mir leid. Komm. Einfach nebenbei ausweichen, ist doch kein Problem. Ja, nebenbei woanders hingucken vor allem. Du hörst es doch. Yes! Zweiter Hit! Wir sind weiter als vorher. Ja! Wir haben ihm quasi doppelt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben ihm quasi doppelt so viel Schaden gemacht vorher. Oh, ich hasse, dass ich ihn nicht anvisieren kann, wenn da irgendwas dazwischen ist. Nein! Du lebst! Ich meine ja! Heil dich! Später. Zweimal. Okay. Mami, du schaffst das! Oh fuck! Nein. Oh Gott, hab ich Angst. Oh, da war eine Nachricht, hätte ich die lesen sollen? Nein. Dann geh mal kurz hin. Stagger dich doch! Oh, ja, ruhig, Stagger. Nach drei Angriffen, Staggerchen. Eins. Okay. Mitzählen ist unnötig. Oh Gott, hab ich Angst. Oh mein Gott, hab ich Angst. Ich will das nicht! Oh mein Gott! Ja, das war's. Das war's. Oh mein Gott. Oh, fuck. Ei. Gut, das ist dann ein regulärer Part. Also, der ist unter einer Stunde, also den enthalte ich euch nicht vor. Oh mein Gott. Glück gehabt. Oh mein Gott. Eddie, ich hab Angst. Wie geht's deinen Händen? Sie sind fast schon stabil, also sie sind nur ein bisschen am Zittern. Nicht so sehr wie gestern, nachdem ich bei Phasmophobia einfach eiskalt ermordet wurde. Oder nachdem ich bei Phasmophobia einfach eiskalt nicht ermordet wurde. Ja, in Phasmophobia hast du Angst, aber hier bist du aufgeregt. Ja. Alter. Okay, Leute. Ich würde dann behaupten, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Dark Souls. Bis dahin, ciao. Tschüss.